Hallo liebe PlayStation Gamers, ich begrüße euch auf meinem Let's Play Tech Bird YouTube Kanal. Ich lege jetzt los mit dem ersten Gameplay Video zum Mafia 1 Definitive Edition. Let's go! Mit der Story fange ich mal an auf Mittelschwierigkeitsstufe. Einstellungen, Kurzeinstellungen zur Steuerung, hier Blickumkehr, alles Ziel, Hilfe, niedrig. Die kommt ja hoch, je nachdem hoch oder alles, du mal niedrig. Fahrmodus normal, Schaltung Automatik, Polizeireaktion normal. Das lasse ich mal so zu anderen Tutorials und zu anzeigen am Anfang. Wo es, wie gesagt, länger nicht mehr gegeben hat, dann zumal zu 2-0. Dann starten wir es mal. Beginnen, okay. Es kommt auch kurz ein Einspieler hier, von den Hangar 13 Game Studios. Ein Stück vom Starten weg ist der Sitz. Genau. Es ist ein komplettes Remake. Das Game selber ist ursprünglich, wie gesagt, 2004 schon rausgekommen auf der PS2. Und 2 Jahre vorher vom PC übrigens schon. Und hier völlig überarbeitet. Es geht gigantisch aus, bis jetzt die Grafik. Bis 4K optimiert. Auf dem PS4 Pro. Und es jetzt zum Game betroffen. Sehr, sehr stilvoll, wie es überkommt bis jetzt, muss ich sagen, bei Vorspann. Auf dem Game ist es ja so. Unter links vom Fernseher sieht ihr noch das Case, das ich aufgestellt habe, von Mafia-Trilogie. Stell sie mir dort her, links unter, das ich in dem Gegner bin aktuell. Ich habe euch dann im Unboxing gezeigt, wie es für Inhalt aussieht, das alles beinhaltet, das Game, Trilogie. Jetzt geht es geht los. Stephen Oliver als Frank. Sehr kinomässig ist überkommt, filmmässig schon fast Bella Poppa. Ja, schon kinomässig. Mit sehr alten Autos. Vincenzo. Sehr stylisch, muss ich sagen. GTA-mässig ist überkommt auf alle Fälle. Inspiriert von dem, durch das grosse Vorbild in den Open World Games nach wie vor. GTA und Mafia. Jetzt gehen wir hier in eine Bar rein. Ist aber Hauptdarsteller hier, wie es aussieht. Tommy. Thomas Angelo. Detective Norman. Sind Sie allein? Hier kommen keine anständigen Leute rein, außer dem Gesundheitsamt. Was darf sein? Nur ein Kaffee. Danke. Schlückchen gesund.
gefällig? Nein, danke. Wie Sie möchten. Also, Sie meinten am Telefon, Sie hätten einen Vorschlag für mich? Ganz genau. Falls es um irgendwelche Geschäfte geht, bin ich der falsche Cop. Ich brauche keine Partner. Gut. Bin eh pleite. Ist jetzt so eine Einführungs-Story-Sequenz, genau. Aber ich hätte was im Angebot. Schießen Sie los. Wie lange sind Sie schon hier? 3 Jahre. Hat mich in Empire Bay durchgebissen. Und Sie kriegen den Morello-Fall. Einfach so. Sag zumindest die Zeitung, oder? Was geht Sie das an? Harte Nummer. Die Ermittlungen stocken wohl ziemlich. Ah, und Sie können sie zum Laufen bringen? Ja, könnte ich vielleicht. Und was muss ich dafür tun? Wollen Sie Geld? Oder Immunität? Nichts davon. Ich muss Leute beschützen. Ah, die Familie ist immer der Schwachpunkt, oder? Also um wen geht es? Kranke Mutter, Frau oder ein Wurf Kinder? Frau und Tochter. Ah, und niemand, der auf Sie aufpasst, schätze ich mal. Sonst wäre ich nicht hier. So ein Jammer aber auch. Mein Papa hat immer gesagt, man braucht Freunde, um in dieser Welt zu überleben. Tja, nun, in meiner Welt ist es andersrum. Keine Überraschung. Ich kann Ihnen und Ihrer Familie nichts versprechen. Nicht bis ich weiß, was Sie haben. Also, reden Sie oder schlagen Sie bloß Zeit durch, bis die Sie holen kommen. Glauben Sie, ich bin auf der Flucht? Ich sehe es doch, Tommy. Na, schauen Sie sich doch mal an. Sie sind fertig. Seit Tagen nicht geschlafen. Und dann diese Nackenschmerzen, weil Sie sich dauernd umsehen müssen. Tja, wie ich das so sehe, ist denn wohl jemand sehr Einflussreiches auf den Fersen und der lässt nicht locker bis im Fluss enden. Wir wissen beide, dass Sie es ohne mich keine 5 Schritte hier rausschaffen. Aber wenn Sie mir Ihre Geschichte erzählen, leben Sie vielleicht lang genug, um Ihr kleines Mädchen irgendwann mal zum Altar zu führen. So oder so, Ihr Kaffee geht dann wohl auf mich. Mann, wie kommt alles nur so raus? Ist ein bisschen wegzoomen, wie ihr seht, bin ich Mafia-Fieber. Ja, das merkt man leider immer erst, wenn es zu spät ist. Aber Ihnen ist die Kanone auch nicht in die Wiege gelegt worden. Nein. Ich war ein Taxifahrer in den 30ern. Bin meistens nachts gefahren, gab mir Geld. Am Ende so einer Schicht habe ich dann Paulie und Sam getroffen. Oh, es geht, los. Übrigens, vorhin kann ich rauszoomen. Ich meinte, ich kann rauszoomen, dann kann ich so zeigen, aber es hat nicht geklappt. Vielleicht dann nach dem Video mehr noch, wenn ich Mafia 4 bin. Ein richtiges Geballer. Das Beste kommt jetzt zum Schluss noch, dann zeige ich es euch noch. Die Überraschung kommt am Schluss, oder das Beste kommt am Schluss, sagt man aber noch. Wohin? Irgendwo hin. Schnell! So, R2 gedrückt, um schnell zu beschleunigen, die Kruze. L, um zu lenken, per Linkstick. Oh, das ist ein bisschen schwammig, die Steuerung. Schau, wo ich durch muss. Dann den Verfolger abzuschütteln, so langsam. Ich kann nicht schneller. Also, du schiessen. Aber anders schiesst der Uhr. Jetzt muss er nach vorne. Dann hat Philly nach vorne. Schnell, schnell! Oh, nicht ganz geschafft. Aber die Sequenz geht gleich weiter. Das macht mir es ein bisschen einfacher. Über den Fluss. Ach, meine Karte, die hat rechts auch mir noch. Unter rechts.
Vielleicht kann er vorne noch rechts abbremsen, so. So. Ein bisschen spät abbogen. Geht aber nicht schneller. Jetzt der rechts davor, die nächste. Seht ihr, ist rot eingezeichnet unten rechts in meine Karte. Genau, jetzt kommt es sehr gut. Ein bisschen Umweg müssen machen. Ich habe nicht aufgepasst vorhin. Option-Taste kann ich eine Karte aufrufen. Finde einen Weg zum Ziel auf der Minikarte. Da, gelb Dings, Quadratchen sind wir dort. Oder? Man muss schnell schauen. Fahren zur Giliani-Brücke. Ah, nein, dort müssen wir her, das gelb das Ziel, genau. Die schwarze Pfeile dort vor dem roten Strich, das sind wir dort. Von der kommen wir zum Gelben, müssen wir quasi hierher müssen wir zum Gelben. Ja, da hier sind wir jetzt, hier. Da, genau, so müssen wir jetzt runterfahren. Zurück, ups, Vortritt genommen. Sind wir dann dort, seht ihr oben rechts, das gelbe Quadrat, zeigt so noch aus, dass wir rechts rüber müssen. Also nicht so schwer sein. So, da wäre die Brücke auch schon. Also es geht noch weiter vorne nach Zentral-Island. Schneller kann ich da nicht, irgendwie auch Kruzli. Taxi übrigens, aber es war jetzt. Geschwindigkeitsbegrenzer ausschalten. Oh, der will noch sagen, genau. Später draufkommen, mit dem Touchpad. So, dann ist es aufgehoben. X drücken, Kreuz. Ah, da kommt ein Baller auf dem X. He. So, ich kann noch schneller fahren, seht ihr? Einfach rasen, die abschütteln, die Siechen. Die Verfolger, also Bullen eigentlich. Das geht nicht auf, das sollte ich mir aber vorfräsen, wirklich die abschütteln, die Siechen. So, mach ein bisschen rüber, so. Das war aber ein Trick, ein bisschen hin und her fahren. Die Lücken. Ui, ui. Da Leute brunnen wahrscheinlich. Da die Gäste durchschleichen. Da noch etwas brunnen. Ups. Ah, das war super gesehen, aber oi, nicht schlecht. Nicht alle abgeschüttelt, leider. Das habe ich gesagt. Wow. Jetzt mir noch geht am Schluss. Wow, Sonne. Das ist jetzt Glück gesehen, haarscharf. Ah, Mist! Ah, fahr doch verflixt! Das ist manchmal so schwierig, die Steuerung, die man sich kennt, nur eng Baustellen. Gefotzen am Boden. Jetzt hat es ein bisschen Gummi, aber Gummi, Gummi. Ah, Mist. So, bevor fräsen. Hey, 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 da hast du das Heiko gesehen. Ah.
crazy. Da habe ich nicht alle die Leute rein. Die Bomben verfolgen. Ist ein bisschen mehr auf GTA irgendwie. So, mal den Fili nachher vor, vielleicht bringt das etwas. Es ist auch keine Linie mehr unter im Verfolgungsmodus spitzen. Verfolgt wird respektive. Ist alles rot, oder die Karte? Das hat nicht so schlecht gemacht. Shit, ist das zäh. Immer noch. Ja, die Gänge nicht abgeschüttelt, die Seichen. Gestellt jetzt so. Sie baust da rein, sie haben wir nicht. Oder? Oh! So, probieren wir es noch. Da vorne, vorne, vorne. Hä? Wow! Ah, Mist! So, die Linie wäre gezeichnet unten rechts, das heisst, der Befandungslevel ist auch etwas weniger hoch. Jetzt ist es nicht ganz rot. Es ist noch Ziel angegeben, nach ein bisschen Litteli muss ich fahren. Über die Brücke rüber, jetzt kommt das Ziel näher. Ich habe es gerade langsam geschafft, die abzuschütteln vorhin. Oh, haha! So, jetzt kommt zum nächsten Ziel. Noch ein bisschen Litteli. Okay, wir sind fast da. So geht es automatisch ins Ziel hinein. Hey, könnt ihr nicht schnaufen? Nicht ganz einfach gesehen, muss ich sagen. So als Neuling, hä? Also Neuling, so in einem Mal gegamet, wie gesagt. Aber es ist auch schon länger her, zu PS3-Zeiten noch. Die Rollkogänge waren in der Zeit halt üblich, so 40er Jahre. Es geheimnisvolles übergeben wahrscheinlich.
Entschädigung für deine Mühen und Schäden am Auto. Damit sind wir quitt. Ist sicher mehr als genug. Gut. Don Salieri will, dass du weißt, dass er sehr dankbar ist. Solltest du mal was brauchen, ein Darlehen oder ehrliche Arbeit, frag einfach. Er vergisst seine Freunde nicht. Ja, okay, danke. Eins noch. Die Sache bleibt unter uns. Falls wer fragt, wo das Geld herkommt, bei Pokern gewonnen. Die Kratzer im Auto. Du bist einer netten alten Dame ausgewichen, kapiert? Na klar. Wir sehen uns, Junge. Fast genug für ein neues Taxi. Mir fielen Sams Worte über die Arbeit ein. Kein Interesse. Sicher, es war viel Geld, aber ich wollte nichts mit Gangstern zu tun haben. Lieber arm und am Leben, als reich und tot. Also für mich war es klar. Ich blieb draußen. Kapitel abgeschlossen, ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. So, mal schauen, was da kommt. Kommen wir wahrscheinlich dann im nächsten Video zum nächsten Kapitel, zwar auf der Flucht 1930. Nach der Nacht mit Salieris Jungs wollte ich sofort wieder arbeiten. Fühlte sich aber anders an. Als wenn es lang wird oder das Video gibt. Zum Nachdenken. Und man denkt auch viel über andere nach. Sita, Fahrer! Ja, Ma'am? Fahr, Sie unter die Löwen, Sie rum! Ich fahre, Ma'am. Immer am Fahren. Taxidienste. So, die ist auf 4 in dem Fall, hä? Also, wohin? St. Michael's Church. Ohne Umweg. Ohne Umweg? Vorsichtig, bitte. Ich war immer vorsichtig. Da wären Sie der Erste. So, die nächste Geschwindigkeitsbegrenzung soll ich offen, so. So, währenddem ich noch in der Taxi-Mission bin, werde ich euch noch etwas zeigen zum Schluss. Und dann drängel hier mal vor, würde ich sagen, dass ich schnell auf dem Ziel bin, obwohl es nicht dürft. Aber es geht nicht zu lang. Sehr stimmungsvoll gemacht, wie gesagt, immer noch. Schau das Remake. Das 2 und 3 wird sicher noch besser sein, grafisch, aufpolierter als noch. Ebenfalls die sind neu gemacht worden, also respektive aufbereitet.
Ich meine, ein bisschen gemischt, oder was ist und so. Die Übersicht hätte ich auch nicht mehr so, muss ich sagen. Dass es ein Remake ist und was nicht, aber das hier ist bestimmt jetzt eins vom Teil 1. Bei den anderen bezweifle ich es noch ein bisschen, ob es voll sein. Beim Park. Aussteigen, also geh raus. Allein nicht ich raus, ich hätte nicht raus sollen. Einsteigen in dem Fall zum Park hätte ich sollen. Sorry zusammen. So. Sollte ich aussteigen? Hallo? Der Gang nach Hause. Nein, das ist jetzt eine. Da bin ich ein weiterer Fahrgast. Wie gesagt, ich werde langsam verabschieden von meinem ersten Gameplay-Video zum Mafia Definitive Edition Teil 1. Wo ich noch zeigen werde, wie ich Mafia-Fieber angekommen bin. Wie ihr seht, habe ich sogar noch das Poster aufgehängt, das ihr zu gut gesehen habt. Das Mafia Trilogie-Poster, ganz genial. Sehr stimmungsvoll. Ebenfalls auch mit Cover unter links. Also, ich möchte mich herzlich bedanken, auch noch zugeschaut haben von meinem Gameplay-Video. Und dann bis zu meinem nächsten Gameplay-Video auf meinem Let's Play Techbird YouTube-Kanal. Ade zusammen!